Hallo Leute, Nicole hier. Ich koche heute für euch eins von meinen Lieblingsgerichten. Das ist die gefühlte Hähnchenbrust. Die fühle ich ein bisschen auf italienische Art und da kommen lauter ganz leckere Sachen rein. Ich mache heute 4 Hähnchenbrüste. Dafür brauche ich 120 Gramm Parmesan, 100 Gramm Feta-Käse. Wenn ihr welchen bekommt, nehmt den Light-Käse. Da spart ihr nochmal Points. Dann brauche ich 10 von diesen getrockneten Tomaten, die nicht in Öl eingelegt sind. Dann nehme ich für 4 Personen noch 2 Esslöffel Olivenöl. Dann nehme ich ein gutes Olivenöl. Also, obwohl das dann noch mehr erhitzt wird, nehme ich dann doch da immer das teurere. Dann richtig schön viel Basilikum. Ja, die Hähnchenbrüste, die sollten so eine Weltwirtschaftsportion groß sein, also so 120 bis 150 Gramm. Hier sind jetzt noch 2 größere dabei, aber bei uns essen heute halt auch 2 mit heute, die nicht auf Weltwirtschaft sind. Verschließen werde ich die Hähnchenbrüste mit Zahnstocher, aber das seht ihr dann nachher. Ich fange jetzt erstmal damit an, die Füllung zuzubereiten. Für die Füllung nehme ich meinen Hacker. Also ihr braucht halt eine Küchenmaschine, mit der ihr irgendwie fein mixen könnt. Ich fange jetzt mit dem Parmesan an, weil der am schwersten zu hacken geht. Und zum Parmesan mache ich gleich noch dazu die getrockneten Tomaten. Also zuerst die trockenen Zutaten hacken. Wenn das alles schön fein gehackt ist, gebe ich noch den Feta dazu. Kann man ein bisschen zerbröseln, dann geht es vielleicht besser. Dann das Basilikum. Das wird ziemlich voll, normal mache ich es nur für 2 Personen. Und darauf gebe ich dann gleich noch, damit es sich besser durchrührt, die 2 Esslöffel von dem Olivenöl. Das Ganze mixe ich jetzt nochmal gut durch. Die Füllung, das ergab jetzt eine schöne grüne Paste und die muss jetzt in die Hähnchenbrüste rein. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich da Taschen reinschneide. Die Hähnchenbrüste haben oft noch wie so, ja, das Innenfilet ist das, glaube ich sogar. Da schneide ich immer ein bisschen lang. Also man muss halt immer möglichst gucken, dass man nicht durchschneidet, aber wenn doch, ist es auch nicht so schlimm. Und dann schön tief rein. Und da vorne, wo es ein bisschen dicker ist, da wirklich gut, dass man eine möglichst große Tasche hat. Ich meine, je größer die Tasche, je mehr Füllung kann man reinmachen. So, ich habe jetzt überall diese Taschen reingeschnitten. Jetzt nehme ich einfach von der Füllung, eben in dem Fall jetzt ungefähr ein Viertel, und gebe das da rein. Das ist ein bisschen nicht so schön, man muss halt schon ein bisschen gucken, dass es gut reingeht. Aber wenn was von der Füllung außen an den Hähnchenbrüsten dran ist, das macht auch nichts. Und dann, wenn ich dann meine, ist es genug drin, dann klappe ich das so gut ich kann zu und verschließe es mit einem Zahnstocher. So. Okay. Zum Anbraten der gefüllten Hähnchenbrüste nehme ich eine Pfanne, für die ich einen Deckel habe, weil man die einfach relativ langsam garen muss. Ich lege die jetzt rein und zwar fange ich an mit der geschlossenen Seite nach unten. So, die Hähnchenbrüste haben jetzt 20 Minuten gebraten bei niedriger Hitze. Wenn man es mit 120 Gramm Fleisch macht, dann hat eine gefüllte Hähnchenbrust ungefähr 9 Points. Ich serviere das mit einer 0 Points Tomatensauce und Vollkornnudeln, die man dann eben entsprechend dazu berechnet. Ich gucke aber, dass ich pro Mahlzeit nicht über 15 Points komme. Aber das kann ja dann jeder machen, wie er Budget hat.